Hallo zusammen, ich fahre jetzt zur Wedding Inspiration 2024, eine kleine, aber feine Brautmodenmesse in Wesel. Ich bin dort nicht als Gast, sondern als Fotograf für die Brautmodenshow und als Aussteller. In diesem Video seht ihr jetzt ein paar Ausschnitte der Modenshow und des Programms und ein paar der Stände. Und ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr auch dort sehen. Zunächst möchte ich euch die Aussteller zeigen. Das ist der Stand von Braut- und Abendmode Babiyaki aus Wesel, die auch der Ausrichter der Modenshow bzw. der Wedding Inspiration 2024 waren. Vielen Dank nochmal, dass ich dabei sein durfte. Ich war mit meiner Fotobox vor Ort und hatte einen kleinen Stehtisch mit ein paar Flyern. Dabei waren auch klein, aber fein Blumen Ute Berning und Rolf Reiermann als ja, DJ und Eventmanager und das Landhaus Wortelkamp. Ebenso das Tanzhaus Wesel und Julia Wallender als Hochzeitssängerin. Ja, und mit dem Ausklingen von Julias wunderschöner Stimme kann ich jetzt ein bisschen erzählen, was ich dort gemacht habe. Ich war, wie bereits eingangs erwähnt, als Fotograf vor Ort, habe die Brautmodenmesse begleitet und natürlich auch somit die Modenschau. Ausgestattet war ich an diesem Tag mit einem Porträtobjektiv der 50 mm Festbrennweite mit 1.2er Blende und einem Weitwinkelobjektiv. Einmal, um natürlich die Models hautnah einzufangen und einmal, um die Gänze des Raumes mit Publikum festzuhalten. Auf meine Zoom-Objektive habe ich an dem Tag bewusst verzichtet. Ja, man kann auch gut sehen, dass ich sehr häufig hier die Position wechsle. Mal stehe ich an der Wand, mal stehe ich schlauerweise direkt vor der Videokamera und ab und an tauche ich auch mal im Hintergrund auf, dass ich mal aus einer anderen Richtung Fotos mache. Das Ganze ist wie bei einer Hochzeit auch. Fotos machen ja, im Weg stehen nein. Man muss natürlich schauen, wo laufen die Models hin, wie bewegen sie sich. Steht man dem Publikum im Weg, können die jetzt plötzlich nichts mehr sehen? Steht man dem DJ im Weg, dass der nicht sieht, wann seine Einsätze sind für die Musik etc. Auch hier gibt es natürlich dann viel ja, zu beachten, aber alles in allem zählt natürlich der Spaß. Den hatte ich auf jeden Fall. Die anderen Aussteller hatten auch viel Spaß und die Models und vor allem die Gäste bzw. die zukünftigen Bräute hatten auch sehr, sehr viel Spaß an dem Tag und das ist das, was zählt. Nachdem ich die Modenschau begleitet hatte, gab es noch einen Brautstraußwurf und eine Verlosung von Gutscheinen. Auch hier freue ich mich sehr, dass ich zwei Gutscheine spenden durfte, die an jeweils eine Braut verlost wurden. Und im Anschluss kamen die Gäste noch zu unseren Ständen, haben mit uns noch ein bisschen ja, Smalltalk gehalten, ihre Fragen gestellt. Natürlich wurde alles beantwortet. Und dann war der Tag auch schon fast vorbei. Dann hieß es nur noch abbauen und ab nach Hause. Das war's von diesem Video. Ich hoffe, ihr konntet einen Eindruck A, in meine Arbeit gewinnen und B, die Brautmodenshow ein bisschen begutachten. Ich hoffe, dass ich euch im nächsten Jahr dort sehen werde. Zugegeben, im Gegensatz zu meinen anderen Vlogs konnte man hier jetzt nicht ganz so viel meiner Arbeit sehen, da die Kamera ja doch recht starr an einer Stelle stand. Aber ich denke, ein Eindruck ist auf jeden Fall entstanden. Und ja, wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann folgt mir doch einfach oder lasst mir einen Kommentar unten da. Ich freue mich. Bis bald!